Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt aus Versehen einen WhatsApp-Chat gelöscht oder vielleicht auch einzelne Nachrichten in einem Chat, die ihr jetzt unbedingt wieder braucht. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Daten mitsamt Bildern, Videos und Audiodateien von eurem iPhone wiederherstellen könnt. Los geht's! Wenn ihr die Chats erst kürzlich gelöscht habt, dann kann es gut sein, dass ihr Glück habt und die Chats mit eurem iCloud-Backup wiederherstellen könnt. Normalerweise ist das iCloud Backup auf iPhones voreingestellt und dann könnt ihr WhatsApp auf den Stand des Backups bringen. Ob ihr ein Backup habt und von wann das ist, könnt ihr in den WhatsApp-Einstellungen unter Chats und dann Chat Backup herausfinden. Hier seht ihr dann, wann das letzte Backup erstellt wurde. Bei den meisten wird das immer in der Nacht am vorherigen Tag gemacht, wenn das Handy lädt. Wenn ihr die Chats nach dem letzten Backup gelöscht habt, so wie in meinem Fall, ich habe sie ja gerade eben gelöscht, dann könnt ihr die Daten wiederherstellen. Drückt aber nicht aus Versehen auf Backup jetzt erstellen. Ansonsten wird das alte Backup überschrieben und ihr könnt die Chats über iCloud nicht mehr wiederherstellen. Wenn ihr ein passendes Backup habt, löscht WhatsApp. Beachtet aber, dass das gesamte WhatsApp auf den Stand von dem Backup zurückgesetzt wird. Wenn ihr also nach dem Backup wichtige Informationen hin und her geschrieben habt, dann speichert sie vorher ab. Anschließend installiert WhatsApp erneut aus dem App Store und öffnet es. Richtet es wieder mit eurer Telefonnummer ein. Und dann wird euch das iCloud Backup angezeigt und ihr könnt den Chatverlauf wiederherstellen. Gebt wieder euren Namen ein, der den anderen Kontakten angezeigt wird, und bestätigt das Ganze mit Fertig. Medien wie Fotos und Videos werden dann etwas später wiederhergestellt. Das kann auch gerne mal ein bisschen dauern. Aber irgendwann solltet ihr eure Nachrichten wieder haben. Eine andere Möglichkeit ist das Wiederherstellen mit einem iTunes-Backup auf dem Computer. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr in der Vergangenheit ein Backup auf eurem Computer erstellt habt. Wenn ihr ein Backup habt, verbindet euer iPhone mit dem Computer, stellt sicher, dass das iPhone wirklich lädt und falls ein Pop-up auf dem Display auftaucht, ob ihr dem Computer vertrauen wollt, klickt auf Akzeptieren. Falls ihr keine Verbindung zum Computer hergestellt bekommt, liegt es wahrscheinlich an eurem Ladekabel. Am besten ihr verwendet die originalen Kabel oder MFI-zertifizierte. Öffnet dann auf eurem Computer iTunes, sofern ihr einen Windows benutzt, oder einen Mac mit dem Betriebssystem unter Catalina. Wenn ihr so wie ich einen Mac mit Catalina oder höher habt, öffnet den Finder und klickt auf euer iPhone. Geht dann auf Backup wiederherstellen. Das Problem hierbei ist, dass ihr a. ein Backup benötigt und b. euer komplettes iPhone auf den Stand von dem Backup zurückgesetzt wird, also auch die Fotos, Apps und so weiter. Falls ihr nur die WhatsApp-Daten aus dem iTunes-Backup anschauen wollt oder die ersten beiden Methoden überhaupt nicht funktioniert haben, weil ihr keine Backups gemacht habt, bleibt nur noch eine Methode und zwar das Wiederherstellen der Chats mit einem bestimmten Programm auf eurem Computer. Das Programm nennt sich TenorShare UltData. Ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung. Das Programm gibt es sowohl für Mac als auch für Windows und es kann den Speicher eures iPhones nach gelöschten Chats durchsuchen, die auf eurem iPhone nicht mehr sichtbar sind. So viel schon mal vorweg, die Vollversion des Programmes ist nicht kostenlos und auch ziemlich teuer, aber ihr könnt das Programm kostenlos testen und bekommt wenigstens die Anfangsbuchstaben von den Nachrichten in der kostenlosen Version angezeigt. Somit wisst ihr dann wenigstens, ob eure Nachrichten, die ihr sucht, da sind. Installiert euch dann das Programm und öffnet es. Genau wie bei iTunes müsst ihr auch hier euer iPhone mit dem Computer verbinden und darauf achten, dass es lädt. In dem Programm habt ihr mehrere Möglichkeiten. Wenn ihr kein Backup habt, drückt Daten von iOS-Gerät wiederherstellen. Wählt WhatsApp und klickt auf Scannen. Das Scannen vom iPhone kann gut und gerne mal bis zu einer halben Stunde dauern. Wenn aber alles fertig geladen habt, bekommt ihr eine Übersicht der Chats angezeigt. Wie bereits gesagt, in der kostenlosen Version sind nur die ersten paar Buchstaben zu sehen. Ansonsten muss man sich die Pro-Version kaufen und in dem Programm die E-Mail-Adresse plus den Aktivierungscode, der euch zugeschickt wurde, eingeben. Dann kann man sich auch die Chats auf den Computer wiederherstellen lassen.
Zum einen hat man dann eine HTML-Datei, die sich in jedem beliebigen Browser öffnen lässt. Wenn ihr bestimmte Chats sucht und auf einem Mac seid, drückt Command plus F, auf einem Windows Steuerung plus F und gebt den Text oder das Datum ein, wonach ihr sucht. Außerdem habt ihr noch einen Media-Ordner, in dem alle Bilder gespeichert sind. Auf das iPhone zurückladen kann man die Nachrichten mit dieser Methode aber leider nicht. Wenn ihr ein iTunes-Backup erstellt habt und keine Lust hattet, euer komplettes iPhone zurückzusetzen, klickt auf Aus dem Backup wiederherstellen, wählt das Backup aus und drückt auf Weiter. Dann könnt ihr gezielt die WhatsApp-Nachrichten oder auch die WhatsApp-Anhänge anschauen und auf dem Computer wiederherstellen. Leider ist es auch möglich, dass die Chats überhaupt nicht wiederherstellbar sind. Dann hilft es leider nur für die Zukunft, Backups einzuschalten. Öffnet dafür WhatsApp, geht in die Einstellungen, dann auf Chats, Chat Backup und hier könnt ihr die automatischen Backups auf monatlich stellen. Dann speichert euer iPhone einmal im Monat ein Backup auf iCloud und ihr könnt es mit Hilfe der ersten Methode immer wiederherstellen. Ja. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Gerne könnt ihr mir auch einen Kommentar hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.